Willkommen, Freunde, hier zu einer neuen Runde Forina und wir beginnen am besten gleich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier gleich so schnell noch einen Server finde, denn es ist nämlich noch früh am Morgen, beziehungsweise am Vormittag, Dienstagvormittag um ungefähr 10:45. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier noch welche, so schnell welche finden. Ja, ihr werdet das Video natürlich erst morgen, beziehungsweise heute sehen, am Mittwoch. Aber ich habe gedacht, ich nehme einfach mal jetzt schon mal auf. Aber das wäre jetzt schon. Einer ist rausgegangen. Ja, einer ist rausgegangen. Egal, sind wir zu dritt. Zu dritt ist es auch schön. Letztes Mal hat das ja ganz gut geklappt. Da habe ich das sogar gewonnen gehabt, was ich eigentlich niemals von mir gedacht hätte. Ich bin gespannt, wie es jetzt klappt. Ich bin gespannt. Kann ich ja nicht auch andere Wege nicht. Ach, ich kann auch hier rumgehen, ne? Vielleicht trägt es mir einfach mal ein bisschen aus. Wir gehen einfach mal ein bisschen verschiedene Wege. Okay, da hinten ist einer. Ich weiß nicht, für welcher von wo ausgeschieden jetzt ist. In irgendeiner Ecke fehlt da jetzt jemand. Schleichen wir mal hier rum. Okay, da hinten die. Weiß nicht, töten die sich da hinten? Ist das ein Team? Ich weiß es nicht. Es passiert nämlich nichts. Okay, die beschießen sich gegenseitig. Oh, der hat sich eine gute Sache geholt. Ich habe meine Pfeile vergessen. Scheiße, bin ich doof. Ich habe vergessen, mir Pfeile zu holen. Ha, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Warum bin ich so doof und mir keine Pfeile geholt? Okay, der andere ist da oben. Der andere ist da oben. Shit. Alter, Kacke. Ich bin nur so doof und mir eben keine Pfeile mitgenommen. Haben wir jetzt nicht getan. Okay, juckt mir die Nase. Wir gehen mal einen Schritt weiter, holen uns mal ein Eisenschwert. Nehmen am besten. Ich glaube, Kettensachen sind das gleiche. Ich glaube, das macht nichts. Ich glaube, Kettensachen sind gar nicht so schlecht sogar. Achso, was wollte ich noch mitnehmen? Noch einen Bogen vielleicht? Mit Pfeilen diesmal? Okay, dann machen wir das. Gut. Ich bin bereit. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Scheiden alle aus hier mit uns. Was ist denn los? Wir sind nur noch zu zweit. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Er schießt. Ach, er schießt von da hinten. Wo ist er denn geblieben? Ist er da oben? Da hinten ist er. Hier versteckt er sich. Die Saudi. Ich bin im Schießen zwar schlecht, was das betrifft. Ich muss mit dem Nahkampf daran. Ich muss zum Nahkampf wechseln. Oh, der hat eine gute Sache. Der hat eine gute Rüstung mitgenommen. Shit, der hat eine gute Rüstung. Kacke, 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 kacke. Okay. Nächster Versuch. Diamantschwert. Und diese. Was nehmen wir jetzt noch mit? Lederrüstung, Gold. Oder wenn das hier im Wechsel mit, ist eigentlich auch egal. Die Rüstung bleibt eigentlich dieselbe. Ich glaube, ich brauche eigentlich keinen Bogen, weil ich bin nicht so ein guter Bogenschütze. Und ich bin nicht so gut im Bogen-PvP, sagen wir es mal so. Das kriege ich noch nicht so gut hin. Okay. Wo ist der nächste? Und wo manchmal treffe ich eigentlich ganz gut, aber manchmal auch wiederum nicht. Der wird sich wahrscheinlich wieder einen Bogen geschnappt haben. Och, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe fast kein Leben mehr. Shit. Alter, was ist da los? Ich muss mir bessere Sachen jetzt holen. Jetzt hole ich mir mal richtig gute Sachen hier. Ne, den lassen wir mal weg. Wir nehmen den, den und den mit. Okay, jetzt müssen wir aber ganz gut ausgerüstet sein eigentlich. Wenn ich ihn jetzt noch treffe. Mit dem Diamantschwert. Der muss er nur noch einmal gewinnen, ne? Ach du Schande. Der muss er nur noch einmal gewinnen. Ich glaube, bei 5 ist Schluss. Lauf, 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 lauf. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich bin der Meinung, ich hätte ihn hier irgendwo gesehen. Oder schießt er von da hinten? Wie er es immer macht. Ach, da hinten ist er. Ich muss aus dem Wasser raus. Ich muss aus dem Wasser raus. Oh, so ein Dreck. So ein Dreck, so ein Dreck. Lauf, 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 lauf. Dein Bogen bringt ja nichts. Ach, Alter. Das ist ein Kackmann. Das ist eigentlich ein richtiger Müll mit so einem Bogen. Wenn man die ganze Zeit gegen so einen Bogen gegen anrennen muss. Das ist richtig müllig. Ah, war klar. Hat er diesmal gewonnen? Habe ich diesmal keine Chance gehabt? Schade. Okay, wir sehen uns in der zweiten Runde. Da sind wir jetzt ja auch schon in der zweiten Runde. Und wir hauen mal gleich los. Am besten, wir beginnen mit. Ich würde mal sagen, mit einem Steinschwert. Und dazu nehmen wir uns. Mal ganz läppisch die Lederrüstung. Und dazu. Und dazu vielleicht noch einen kleinen Bogen. Ich muss mal gucken. Bogen haben wir hier. Und Pfeile haben wir da. Okay, gut. Wir sind bereit.
für unser Ziel. Okay, diesmal sind alle noch da. Es ist keiner wieder rausgegangen. Bis jetzt alle noch da. Das heißt, wir stehen gegen drei Gegner. Okay, da ist ein Schweinchen. Da ist der Gegner. Und er kommt natürlich gleich mit so einem scheiß Bogen auf uns zu. Und gleich ein Diamantschwert. Alter. Haben wir natürlich keine Chance. Aber müssen wir erstmal warten, bis die anderen sich gegenseitig getötet haben. Wo ist er denn da vorne? Gleich zu Anfang schon. Lederrüstung und ein Diamantschwert. Das ist mutig. Okay, wer lebt noch? Elias, der uns eben getötet hat, lebt noch. Und der Panferno 14 lebt auch noch. Kommt auch mit dem Diaschwert an. Könnte natürlich sein, dass die irgendwie miteinander gar nichts zu tun haben. Das weiß ich natürlich nicht. Wäre ja gut möglich eigentlich. Ja, aber jetzt müssen sie sich ja killen. Das heißt, sie können nicht im Team jetzt spielen oder so. Vielleicht ist es auch gar kein Team. Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, ich hatte im Chat nur irgendwie... gleich da hat jemand geschrieben gehabt. Vielleicht sind sie doch irgendwie im Team. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall okay. Dann machen wir jetzt auch mal mit dem Diaschwert und dazu... Lederrüstung. Und dazu vielleicht noch einen Bogen und einen Pfeil. Wäre ja vielleicht ganz schlecht, gar nicht schlecht, ne? Fangen wir am besten gleich mit dem Bogen an und gucken erstmal, wo die Leute sind. Ich gehe erstmal hier rum. Ich gehe irgendwie immer hier rum, ich weiß nicht wieso. Das hat mir schon so angewöhnt irgendwie. Das habe ich mir irgendwie angewöhnt. Da hinten ist, glaube ich, jemand gewesen. Ich habe ihn, glaube ich, gesehen gehabt. Wir kämpfen sich da vorne gleich. Oh. Muss mit meinem Dia schönes raufgehen. Hättest du wohl gedacht, ne? Hättest du wohl gedacht, mein Freundchen? Okay, der ist weg. Ist hier unten irgendwas? Kommt man hier wieder rauf? Shit, ich muss Leben regen. Ach, kacke. Kacke. Ich brauch Leben. Wahrscheinlich werden die mich hier unten auch sehen können. Okay, ich muss mich ein bisschen... da kommt er schon. War klar, dass ich das nicht überlebe, wenn er natürlich einmal zuschlägt. Okay, als nächstes nehmen wir ein Eisenschwert und als nächstes nehmen wir diese Mischmaschrüstung. Zack, und dann nehmen wir uns Feuerzeug. Wir haben nur ein Feuerzeug, ne? Wir probieren es einfach mal. Wir wagen uns einfach mal. Wir nehmen einfach mal ein Feuerzeug mit. Vielleicht können wir damit irgendwas bewegen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich mich wieder zu doof sein und mich selber anzünden, so wie ich schon so oft getan habe. Zu oft, leider. Ich darf doch nicht zeigen, dass ich ein Feuerzeug mit habe. Das ist doof. Das ist ganz doof. Okay, da vorne ist er. Darf ich euch mal anzünden? Ach, du willst mit dem Bogen wieder abhauen hier? Immer die gleichen Spielchen hier. Ja, dann komm runter. Wenn du gegen mich kämpfen möchtest. Scheiße. Nein. Scheiße, ich kann die... Wieso konnte ich nicht zum Schwert wechseln eben? Shit. Hätte ich nutzen können, die Chance. Habe ich aber schlecht genutzt. Okay. Der Panferno gewinnt hier richtig. Der macht hier richtig einen auf... ganz schön stark. Deswegen machen wir das mal so. Ich würde sagen, ich nehme jetzt noch ein Diaschwert mit. Ach, habe ich ja schon. Okay, gut. Das war's. Ich habe alles. Ich bin bewaffnet. Jetzt habe ich eine gute Rüstung und ein Diaschwert. Das könnte man eigentlich schaffen, wenn man nicht ganz doof ist. Wenn man sie nicht ganz so dämlich anstellt, dann könnte man das eigentlich ganz gut hinkriegen. Jetzt ist die Frage, wo sind sie wieder? Alle noch da? Das heißt, ich muss mal jemand anderen angreifen. Ich renne immer hier lang. Und dann klappt das irgendwie nicht. Okay, der eine da hinten brennt. Und den können wir uns da nicht mal ranmachen. Renn doch nicht weg. Renn doch nicht weg. Was rennst du von mir weg? Gefällt mir nicht. Oh, lauf. Er kommt mit seinem blöden Bogen immer an. Oh, und er trifft auch jedes Mal und ich nicht. Ich hasse Leute, die so gut mit dem Bogen umgehen können und ich nicht. Das ist richtig doof. Oh, ist das ätzend. Ich hasse das einfach. Wie bei jedem Schlag treffen. Das ist
guck mal, ich komme nicht mal weg hier. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, Mann. Das ist doch nicht ätzend. Ey, das gibt's gar nicht. Ich habe diese Runde immerhin gewonnen. GG, Alter. Das gibt's doch mal gar nicht. Das war aber auch ein ätzend Ding, so. Aber nur, weil ich die ganze gute Rüstung mit hatte. Deswegen hat's auch geklappt. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich... Nee, die lassen wir drin. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich total verkackt, das Ganze. Zack. Okay, gut. Wir sind bereit. Alter. Mindestens einmal gewonnen. Da freue ich mich immer schon drüber, wenn man überhaupt einmal gewinnt. Und wenn es nur eine Runde ist und kein ganzes Spiel, das reicht mir schon. Dann habe ich mein Ziel wirklich schon erreicht. Okay, die haben natürlich jetzt auch nicht mehr solche dicken Sachen. Aber noch ein Dia-Schwert mitgenommen oder was es auch immer ist. Alter. War, glaube ich, ein Dia-Schwert, ne? Deswegen hat er uns wahrscheinlich auch gekriegt, die Sau. Deswegen hat er uns auch gekriegt. Okay, wer lebt noch? Elias und wieder Panferno. Also Panferno ist wirklich gut. Er lebt immer noch. Aber der andere hat kaum Sachen hier, der Elias. Ein, zwei Schläge und der ist weg. Er hat keine Rüstung, hat gar nichts. Ein Feuerzeug. Der hat sich das Feuerzeug jetzt geschnappt. Aber es kann nicht mehr lange dauern eigentlich. Ja. Der Panferno hat sich die Runde wieder für sich entschieden. Okay, wir haben noch ein Eisenschwert und wir haben noch die Kettenrüstung. Ich werde mal gucken, wenn ich jetzt die Kettenrüstung anziehe, das mit Gold nochmal ein bisschen kurz tausche, ändert sich da noch irgendwas? Wenn ich die jetzt mit Gold tausche, nee, ändert sich nichts. Das ist eigentlich eigentlich der gleiche Kram. Ich weiß nicht, ob sich hier noch irgendwas ändert, meine ich. Nee, sogar schlechter. Okay, dann kann ich den eigentlich wieder wegpacken, den kann ich wieder wegpacken. Okay, dann bin ich fertig. Dann bin ich bereit. Bereit. Was hatte ich für eine Rüstung? Kettenrüstung, okay. Kettenrüstung. Oh, der hat noch eine Kettenrüstung. Oh, wieso treffe ich ihn nicht? Ich bin so doof. Ich hasse mich für meine Künste, Mann. Okay, das war jetzt Elias. Elias hat noch gar keinen Punkt. Das ist nicht so schlimm, wenn er noch keinen Punkt hat. Schlimm wäre es, wenn es Panferno wieder die Runde macht. 5 Punkte muss man erreichen. Und der Panferno macht die Runde. Alter. Gibt's gar nicht. Aber es gibt wirklich Leute, die von vornherein gut sind. Ja, und Panferno hat die Runde für sich entschieden. Er hat seine 5 Punkte erreicht. Und... trotzdem auf jeden Fall GG, war ein gutes Spiel. Ich habe immer einmal die Runde für mich entschieden. Nicht viel, aber ich bin darüber ja immer schon froh. Aber das wisst ihr ja auch schon. Auf jeden Fall, das war dann die Runde hier für For Arena. Oder For Arena. Oder For Arena. Kann man nennen, wie man möchte. Ich nenne es For Arena. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst natürlich eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.